Im niederbayerischen Mamming ist die Unsicherheit zurück. Mobile Corona-Teststationen für die Bevölkerung. Die Gemeinde ist quasi über Nacht zum Hotspot geworden. Mindestens 174 Saisonarbeiter in diesem Gemüseanbaubetrieb haben sich infiziert. Das Areal steht unter Quarantäne. Die Frage nun, hat sich das Virus auch außerhalb verbreitet und wie kam es zum Ausbruch? Für landwirtschaftliche Betriebe, die Saisonarbeiter beschäftigen, gelten vom Bund erarbeitete und von den Ländern überwachte Hygieneregeln. Es ist auch so, dass wohl in dem konkreten Betrieb, so ist nach Angaben des Landrats und der Regierung von Niederbayern, das Hygienekonzept kontrolliert wurde. Es handelt sich aber offenkundig um Verstöße. Deswegen muss man jetzt auch entsprechend reagieren. Als Konsequenz aus dem neuen Massenausbruch kündigt Ministerpräsident Söder neue verschärfte Regeln an. Betriebe werden in noch kürzeren Intervallen geprüft auf ihre Hygienekonzepte, und zwar aus gemischten Teams. Gemischte Teams aus Gesundheitsamt, Gewerbeaufsicht und Landwirtschaftsverwaltung. Außerdem sollen Mitarbeiter weitergehend auf Corona getestet werden. Bei Verstößen gegen Abstands- und Hygieneregeln in den Betrieben drohen künftig 25.000 Euro Bußgeld, statt wie bisher maximal 5.000. In Mamming hofft man, dass sich das Virus nicht aus dem Betrieb auf die Gemeinde ausgebreitet hat. Denn sollten die Tests zeigen, dass es so ist, droht der Lockdown für den gesamten Ort. Mein Kollege Sebastian Grosser ist für uns in Mamming in der Nähe des Gemüsehofs. Herr Grosser, Corona verzeiht keinen Leichtsinn, hat Ministerpräsident Söder heute in einer Pressekonferenz gesagt. Ist Leichtsinn der Grund für den Ausbruch auf dem Gemüsehof? Offenkundig hat es eben Verstöße gegeben hier auf dem Betrieb, wie man hinter mir sehen kann. Allerdings bewiesen ist das noch nicht. Die Anwohner hier berichten uns, dass die Leute hier auf sehr engem Raum zusammenleben. Und auch wenn sie eben zu den Erntefeldern gebracht werden, werden sie in Bussen hingebracht, in solchen Gelenkbussen, die normalerweise durch die Stadt fahren. Da haben sie zwar die Masken auf, allerdings hockt man da auch sehr eng aufeinander. Genauso wie eben auch auf diesen Gurkentransporter, von denen man eben die Gurken erntet. Wie ist denn jetzt die Situation bei Ihnen in Mamming? Ja, man sieht es hinter mir, die Bauzäune sind aufgebaut. Es patrouillieren auch Sicherheitskräfte, die eben schauen, dass niemand herauskommt bzw. auch niemand hereinkommt. Außerdem ist jetzt eine Teststation eingerichtet, eben für die Mamminger, damit die Mamminger sich eben testen lassen können. Zumindest ruft der Landrat und auch die bayerische Staatsregierung dazu auf, dass sich eben die Mamminger testen lassen. Nach unserem jetzigen Stand ist da der Andrang schon sehr hoch, sodass auch die Polizei vor Ort ist, um eben zu ordnen. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, aber wie wollen die Behörden jetzt denn ein weiteres Ausbreiten verhindern? Ein Zaun soll ausreichen? Also nun soll jetzt hier an dem Betrieb, also beziehungsweise in Mamming noch weiter getestet werden und auch an den Betrieben hier im Umland. Es soll auch laut bayerischer Staatsregierung alle Saisonarbeiter getestet werden. Das wird jetzt dann wahrscheinlich die nächsten Tage passieren. Und außerdem, wie schon erwähnt, gibt es ja auch die Teststationen, die eben jetzt eingerichtet werden hier vor Ort. Mhm. Was auch noch passieren wird, ist, dass man eben Kontrollen durchführt. Man wird die Intervalle relativ kurz halten. Man wird auch nicht mehr ankündigen, ob man Tag oder Nacht kommt, sondern man wird diese Kontrollen einfach unangekündigt durchführen. Tauschen sich die Behörden eigentlich auch über die Landesgrenzen hinaus aus? Man könnte ja vielleicht aus den Erfahrungen des Kreises Gütersloh lernen. Da war ja ein Hotspot in der Fleischindustrie entstanden. Offensichtlich dient Gütersloh hier als Vorbild. Man sieht es, wie gesagt, hinter mir. Da sind Bauzäune aufgebaut worden, Sicherheitskräfte patrouillieren. Das hatten wir ja auch so in Gütersloh, eben da, wo die Mitarbeiter der fleischverarbeitenden Betriebe eben auch in ihren Unterkünften abgesperrt wurden durch eben diese Bauzäune, wo eben auch Sicherheitskräfte patrouilliert haben. Was hier nicht der Fall ist, was in Gütersloh ja schon passiert ist, dass man diesen Ort jetzt sozusagen einen Lockdown übertragen hat. Hier ist noch alles eigentlich relativ offen, also die Lockerung. Die existieren noch. Es gibt Kritik seitens der SPD an angeblich zu laschen Kontrollen der Betriebe. Was ist da dran? In der Umgebung hier in Niederbayern hat es ja auch schon mehrere Vorfälle gegeben, nicht nur in Niederbayern, sondern auch in ganz Bayern, wo eben Unterkünfte oder wo eben Saisonarbeiter, die in Unterkünften untergebracht waren, wo es dann eben einen Corona-Ausbruch gab, zum Beispiel hier ganz in der Nähe in Straubing bei einem Schlachthof, aber zum Beispiel auch in Regensburg in einer Gemeinschaftsunterkunft, da gab es dann auch eine Massenanfall an Fällen von Corona-Ausbrüchen, die dann ebenso wie hier lokal begrenzt waren, die dann auch nicht weiter, sozusagen, wo es dann nicht weitere Lockdowns gegeben hat, wo dann die Bevölkerung eben auch nicht so betroffen war.
Ministerpräsident Söder hat heute auch darauf hingewiesen, dass Hygienekonzepte und Abstandsregeln immer wieder auch bewusst nicht eingehalten würden. Wie will die Landesregierung darauf reagieren? Einerseits eben durch schärfere Kontrollen, wie ich schon erwähnt habe, werden die Intervalle relativ kurz gehalten und dann eben auch durch saftige Strafen. Bisher hat das ja 5.000 Euro gekostet, wenn man eben gegen diese Hygienevorschriften verstoßen hat. Jetzt sollen es dann 25.000 sein, also schon eine empfindliche Strafe. Sie haben schon angedeutet, der Lockdown für den Ort, der kann ja noch kommen, der ist noch nicht da, wenn die Tests bei der Bevölkerung jetzt auch in den nächsten Tagen positiv ausfallen. Wann gibt es denn da Ergebnisse und womöglich Entscheidungen? Einige haben hier schon die Tests gemacht und einige sind gerade eben an dieser mobilen Teststation. Wenn wir hier den Betrieb als Beispiel nehmen, dann sind ja am Freitag die ersten Fälle aufgetaucht, also 7 Fälle. Und kurze Zeit später, also am Sonntag, also 2 Tage später, hat man eben dann schon die anderen Fälle getestet gehabt und auch die Auswertung gehabt. Insofern kann man damit rechnen, dass bei der Bevölkerung so in 2, 3 Tagen auch erste Ergebnisse vorliegen. Sagt Sebastian Grosser. Vielen Dank nach Mamming.